Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Und heute öffne ich für euch das 14. Türchen. Wieder aus diesem wunderbaren Band Weihnachtswundernacht, Band 7. Inzwischen Band 7. Seit 7 Jahren machen wir diese fantastische Reihe, schon erschienen im Brendo Verlag und herausgegeben von Thomas Klappstein. Und jedes Jahr wieder neue Geschichten, neue Perspektiven auf Weihnachten, neue Autoren. Und ich habe die Ehre, seit 7 Jahren dabei zu sein. Bin also in jedem Band vertreten. Aber heute lese ich euch die Geschichte Der Hirte im Hochhaus von Anne-Kathrin Wahnke. Seid gespannt. Olli war wütend. Er war an diesem Adventssonntag bestimmt der zornigste 12-jährige Junge im ganzen Kreis Pinneberg. Er saß an seinem vorsintflutlichen Computer, auch wieder die Spende irgendeines reichen Wohltäters, und hämmerte sein Referat in die Tasten. Morgen begann die letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien und er würde diesen bescheuerten Text abliefern müssen. »Du brauchst eine glatte 4 in Religion«, hatte die blöde Rüttgers gesagt. »2 blaue Briefe zum Halbjahreszeugnis kannst du dir nicht leisten. Wenn du mir ein gutes Referat schreibst, kannst du deine mündlichen Leistungen erheblich verbessern. Das Thema ist, was die Bibel über Weihnachten sagt. Du musst nur die Evangelien gründlich lesen, um das herauszufinden. Viel Erfolg!« Olli schnaubte und blies sich seinen überlangen Pony aus den giftig grün funkelnden Augen. Seine dunkelbraunen, lockigen Haare sähen gar nicht schlecht aus, wenn er sie mit Gel zurückkämmen könnte. Aber selbst für das Gel fehlte das Geld. Wahrscheinlich würde er wieder einen großen Tiegel von seiner Ma zu Weihnachten bekommen. Dabei wünschte er sich so sehr ein neues Smartphone. Aber für das Schickimicki-Teil, das ihm vorschwebte, fehlte natürlich auch das Geld. Seine Mutter war alleinerziehend und sein Erzeuger drückte sich seit Jahren erfolgreich um den Unterhalt. Angeblich war er arbeitslos, wohnte aber mit seiner neuen Frau und Ollis kleiner Halbschwester in einem riesigen Haus. Das gehörte der Gattin. Angeblich, genauso wie das gut gehende Fotostudio. Olli seufzte. Seine Ma war zu stolz, um irgendetwas einzuklagen. Sie hielt sich und ihn mit ihren Schichten als Nachtschwester über Wasser. Mehr als diese mickrige Zwei-Zimmer-Wohnung in einem hässlichen Hochhaus war da nicht drin. Seine Klamotten musste Olli irgendwie selbst finanzieren. Jedenfalls dann, wenn er nicht ständig auf abgelegte Altkleider wohlmeinender Spender angewiesen sein wollte. Die Leute aus der Kirche fanden es toll, alleinerziehenden Müttern unter die Arme zu greifen. Olli hasste es, von Geschenken zu leben. Deshalb trug er morgens um 5 Zeitungen aus. Manchmal schlief er dann im Unterricht fast ein. Kein Wunder, dass seine mündlichen Leistungen überall im Keller waren. Dabei war es doch so wichtig für ihn, einen guten Schulabschluss zu machen. Sonst käme er ja nie raus aus dieser Armut. Olli seufzte nochmal. Nun musste er sich sogar mit der Bibel abquälen, um eine Chance zu haben, nicht sitzen zu bleiben. Maria und Josef also. Das traute, hochheilige Paar, wie es in diesem bescheuerten Weihnachtslied hieß. Und dann holder Knabe im lockigen Haar. Meine Güte, wie blöd war das denn? Wer hat je von einem Neugeborenen mit lockigem Haar gehört? Meistens haben die Babys doch sogar eine Glatze. Olli wusste schon, warum er mit diesem ganzen süßlichen Weihnachtsgetue nichts am Hut hatte. Das war einfach nur kitschig. Süßer die Glocken, die klingen, und Engelchen und Harfen. Nee, also wenn schon Mädchen, dann doch lieber Harry Potter. Wenn schon Märchen, dann doch lieber Harry Potter, Entschuldigung. Der war wenigstens spannend. Aber ein himmlisches Kind in reinlichen Windeln, das war doch einfach nur blöd. Je mehr Olli allerdings in den Evangelien der Bibel las, umso klarer wurde ihm,
dass diese Berichte sich doch sehr von so manchem Weihnachtslied unterschieden. Von Süße und Kitsch stand da gar nichts. Im Gegenteil, Olli las von Anstrengung, Ablehnung und Angst. Boah, das musste man sich ja nur mal bildlich vorstellen. Eine hochschwangere Frau war gezwungen, eine elendlange Reise zu unternehmen, bloß weil so ein durchgeknallter Kaiser eine Volkszählung angesetzt hatte. Und dann die Angst, die sie gehabt haben musste, als sie merkte, dass das Kind bald kommt und niemand gibt ihnen ein Zimmer. Klar, die ganzen Pensionen und Hotels jener Zeit waren ja wegen dieser Volkszählung ausgebucht. Olli wollte gar nicht wissen, welche Ängste Josef ausgestanden haben musste um seine geliebte Frau. Und dann landeten die beiden außerhalb der Stadt, dort, wo Menschen sich eigentlich nicht aufhalten wollen, in einem Stall. Was muss das für eine Qual gewesen sein, in solchen Verhältnissen ohne fachkundige Hilfe ein Kind zur Welt zu bringen? Der Tiergestank, der Dreck, kein heißes Wasser, das Blut, alles so anders als in diesen Weihnachtsliedern. »Du bist ja schon mittendrin in der Geschichte«, sagte da plötzlich eine tiefe Stimme hinter Olli. »Gut so, es klappt immer noch. Die Bibel ist nämlich ein lebendiges Buch, weißt du?« Olli zuckte zusammen und drehte sich blitzschnell um mit seinem Drehstuhl. Jetzt nahm er auch diesen penetranten Geruch deutlich wahr, der ihm schon seit einiger Zeit in der Nase gekribbelt hatte. Ein Geruch nach scharfem Schweiß, nach feuchter Wolle und nach Tier, irgendwie. Olli war ja ein Stadtkind, aber er dachte, so ähnlich müsse wohl ein Stall riechen. In seiner Zimmertür stand eine merkwürdige Gestalt. Sie war groß und hager und füllte das winzige Zimmer, das nicht viel mehr als eine Abstellkammer war, so ziemlich aus. Der Raum war dunkel, bis auf das bläuliche Flimmern des Computerbildschirms und das spärliche Funzeln der kleinen Schreibtischlampe. Das Licht kam von der Flurlampe und fiel durch die Tür auf das Bett, den Schrank und den fremden, so stark riechenden Mann, um den herum die Luft zu flimmern schien. Er trug ein Kleid aus dicker brauner Wolle. Das Ganze sah aus wie eine olle Decke mit Armen, die bis zu den Füßen reichte. Diese Füße waren nackt, sehr schmutzig und steckten in einer Art Sandalen. Die sahen ein bisschen aus wie sehr alte, müllige Birkenstocks. »Wer sind Sie?« stotterte Olli furchtbar erschrocken. »Ich heiße Ben und ich bin Hirte. Und sowas wie ein Zeitenwanderer«, sagte die Gestalt und setzte sich einfach auf Ollis Bett. »Darf ich dir meine Geschichte erzählen?« fragte Ben. »Sie hilft dir bestimmt bei deinem Referat«, fügte er noch hinzu. Bei dieser wunderbaren Aussicht vergaß Olli seine Furcht und nickte. »Es war eine kalte Nacht in Bethlehem vor sehr langer Zeit«, fing der Fremde an. »Die meisten Leute in unserer Stadt feierten die Volkszählung. Du weißt schon, viele Menschen begegneten sich, es gab Wein und gutes Essen, die Stimmung war super, man erzählte sich Geschichten am Kaminfeuer der Gasthäuser. Es triefte zuckrig vor Gemütlichkeit, zumindest bei den wohltuenden Menschen der Stadt«, ergänzte Olli, dem das sehr bekannt vorkam. »Genau«, nickte Ben, »nur wir Hirten waren mal wieder außen vor. Wir, die lausigen Knechte der Reichen, froren uns auf dem Feld den Hintern ab, weil wir auf die Schafherden aufpassen mussten.« »Die nicht euch gehörten«, stellte Olli fest. Ihm war, als kenne er die Situation der Hirten ganz genau. »Du sagst es«, sagte Ben. »Und ich«, fuhr er fort, »war wie immer besonders schlecht drauf. Ich war der Letzte unter den Losern, weißt du, ein Ausgestoßener von Geburt an. Ich hatte keinen Vater. Deshalb war meine Mutter immer eine Geächtete gewesen.« Olli schluckte. Es hatte bestimmt Zeiten gegeben, wo alleinerziehende Mütter noch schlimmer dran gewesen waren als heute. »Stimmt«, sagte Ben. »Hilfe, der konnte wohl auch Gedanken lesen. Stimmt«, sagte Ben nochmal. Und dann erzählte er weiter, in jener besonderen Nacht, da saß ich also wieder abseits von den anderen, so weit weg vom Feuer, dass ich fror. Ich weiß noch, dass ich mir missmutig
die Reste unseres kärglichen Essens aus den Zähnen pulte und wünschte, nie geboren worden zu sein. Und dann war da auf einmal dieses überirdische Licht und ich hörte diese Stimme aus einer anderen Welt. »Freut euch«, sagte sie, »denn euch ist heute der Heiland geboren.« Ben schluckte an dieser Stelle und Tränen traten ihm in die Augen. Es schien, als erlebe er alles in diesem Moment nochmal. »Wow«, sagte Olli, »es stimmt also wirklich, was in der Bibel steht? Und du hast die Engel gesehen? Wie sehen die denn aus?« »Naja, jedenfalls nicht so wie diese komischen dicken Kinder mit den Stummelflügeln, die auf euren Papierservetten drauf sind«, grummelte Ben. »Diese Putten sind eine Beleidigung für Engel«, fuhr er fort. »Engel kannst du nicht beschreiben, aber du spürst es, wenn einer da ist. Und du verstehst, was er sagt. Wir alle hatten damals keine Zweifel. Und sofort brachen wir auf, um das versprochene Zeichen zu finden. Ein Kind, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Sowas als Zeichen dafür, dass der König der Könige, der Heiland der Welt geboren ist, war auch für uns eine ungeheure Überraschung. Wir hatten immer gedacht, er käme in einem Palast zur Welt und wir verachteten Hirten würden höchstens von ihm hören. Dass er käme, wussten wir ja als Juden. Aber ein stinkender Stall, das war selbst für uns eine Zumutung. Allerdings, wenn du es von einem Engel hörst, dann glaubst du es natürlich. Natürlich, bekräftigte Olli, obwohl er sich eine Engelsbotschaft nicht so recht vorstellen konnte. Aber wenn es einer sagte, der dabei gewesen war, Olli staunte über sich selbst. Er war alles andere als leichtgläubig und dieser fremde Hirte könnte ihm ja auch einen vom Pferd erzählen. Andererseits, Ben hatte etwas an sich, dass Olli es einfach glaubte, dass der damals dabei gewesen war. Und du läufst jetzt seit über 2000 Jahren durch die Gegend?, hakte er nach. »Ich kann es selbst nicht erklären«, antwortete Ben. »Als wir in jener Nacht von dem Stall aufbrachen, da habe ich ein Versprechen gegeben. Weißt du, wir hatten alles so vorgefunden, wie es der Engel gesagt hatte. Und ein ganz normales Baby mit stinkenden Windeln übrigens, die reinlichen Windeln sind erfunden.« Und dann war da die erschöpfte Mutter, ein Vater, der Großes geleistet hatte als Geburtshelfer und eben diese Krippe. Alles war so einfach, so arm. Ja, und irgendwie auch normal. Keine Heiligenscheine, keine sprechenden Tiere oder so. Aber für uns Hirten war es die Bestätigung der Engelsbotschaft. Und wir knieten nieder und beteten unseren Heiland, unseren König an. Und ich versprach, bis ans Ende der Erde zu gehen, um diese Botschaft weiterzutragen. Und du läufst jetzt seit mehr als 2000 Jahren durch die Welt und erzählst, was du erlebt hast?, fragte Olli nochmal. Diesen Gedanken fand der Junge ausgesprochen gruselig. »Mir kommt's gar nicht so lange vor«, sagte Ben. »Ich werde zu Leuten geführt, die anfangen zu verstehen. Die Bibel ist ein lebendiges Buch. Solche Leute gibt es immer wieder, seit 2000 Jahren. Manche von ihnen denken später, sie hätten mit einem Engel gesprochen. Andere, wie du, denken, sie hätten geträumt. Aber das Gespräch verändert sie trotzdem. Leb wohl, Olli.« Nach diesen Worten schien Ben sich aufzulösen. Auch sein Geruch verschwand und Olli blieb allein zurück. Er dachte später tatsächlich, er hätte geträumt. Für sein Referat, was die Bibel über Weihnachten sagt, bekam er eine 1. Vielen Dank, liebe Anne-Kathrin, für diese wunderbare Geschichte von Olli und seiner Begegnung mit dem Hirten. Wow, fantastisch. Ich feiere diese Geschichte. Vielen Dank. Und euch wünsche ich noch einen schönen Abend. Ich gehe jetzt mit den Lehrern aus meiner Altkönigsschule Weihnachten feiern und morgen lese ich euch die neue Geschichte vor. Und denkt immer dran, Rebels at work. Yeah.